Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es hat wieder ein kleines bisschen gedauert, bis ich dazu kam, Videos zu drehen. Deswegen schaffe ich hoffentlich heute gleich zwei Stück für euch, denn ab morgen geht's für uns in den Urlaub und ich möchte, dass ihr morgen, also am Donnerstag und den nächsten Donnerstag mit Videos versorgt seid. Das heißt, es kommt nur ein Video die Woche, aber ich denke, das ist okay. Oh, jetzt kratzt es schon direkt an der Nase, Leute, ne? Jetzt kratzt es direkt schon an der Nase. Ich wollte euch heute mein New In zeigen, also mein kerziges New In, was ich so bestellt habe diesen Monat. Ich muss sagen, ich habe versucht, sehr, sehr eisern zu bleiben. Ich habe tatsächlich nicht viele Kerzen gekauft. Ich hatte zwei Stück getauscht, eine geschenkt bekommen. Ja, und ansonsten finde ich, es ist wirklich eine überschaubare Menge gewesen diesen Monat. Da ich wirklich, wirklich viel versucht habe aufzubrauchen. Im Anschluss kommt übrigens mein Aufgebraucht-Video. Das heißt, ihr seht das erst nächsten Donnerstag. Und ja, da wir ja im Urlaub sind ab morgen, wird sich an meinem Aufgebraucht auch nichts mehr ändern. Ich werde logischerweise dann nichts mehr hinzufügen. Ich werde auch nichts mehr kaufen. In dem Sinne drehe ich das jetzt heute für euch ab. Anfang des Monats hatte ich mir zwei wunderschöne Schätzchen gegönnt von Homeworks. Ich weiß nicht, ob ihr die Kerzen schon kennt, höchstwahrscheinlich, weil die ja auch so ein bisschen gehypt werden, sag ich mal. Und da wollte ich einfach mal testen, ist das jetzt wieder so ein bisschen wie bei IBM, wo alles gehypt wird, aber es gar nicht so cool ist. Zumindest fand ich die IBM-Wachse jetzt nicht so geil. Oder ob die wirklich so cool sind. Und Leute, entschuldigt, ich muss mich ständig an der Nase kratzen. Ist ja furchtbar. Für mich sind sie den Hype definitiv wert. Ich fand die richtig, richtig gut. Mit denen fangen wir auch an. Und dann zeige ich euch nach und nach die anderen Schätze, die ich bestellt habe. Die Homeworks bekommt ihr übrigens bei Candle Warmers Deutschland. Das ist der Shop, den Anja betreibt. Und die hat immer wieder neue Schätzchen von Homeworks. Also da bekommt ihr richtig tolle Kerzen. Und schaut doch mal auf ihrer Facebook-Seite vorbei in der Gruppe. Genau. Und dann fangen wir mal an mit dem großen Schätzchen. Tada! Schaut ihn euch an, Leute. Ist das nicht eine Riesenkerze? Dieses Ding ist einfach gigantisch. Schaut euch das mal an. Allein dieses Glas, wie wunderschön das schon ist. Hier unten mit diesem Glassockel sozusagen. Und dann ein wunderschöner Glastiegel. Logischerweise, weil es eine Kerze ist. Mit dem schönen Metalldeckel, der auch oben nochmal das Emblem drauf hat. Also der sieht richtig toll aus. Und jetzt bitte nicht erschrecken, Leute. Ich habe sie einfach schon aufgebraucht. Sorry, Leute. Ich komme jetzt erst Ende des Monats zum New In drehen. Und ja, ihr werdet das Schätzchen später ausführlicher nochmal im Aufgebraucht sehen. Aber hier seht ihr schon, wie gut die runtergebrannt ist. Also klar, ein bisschen Wachsreste, aber... Kann mich da gar nicht beschweren. Ist auch mein erster Vierdochter. Und das ist der Duft Fall Farm Stand. Da ist drinne, steht ja ähnlich wie bei Bath & Body Works unten mit drauf, die Duftkomponenten. Hier haben wir Sugared Honey Crisp Apple, Golden Pear, Vanilla Bean and Wildflower Honey. Also gezuckerte Honey Crisp Äpfel, goldene Birne, Vanilla Bean und Wildblütenhonig. Und ich muss sagen, das war ein sehr, sehr schöner Duft. Also ich erzähle euch jetzt nur vom Kaltzustand, weil wir tun mal so, als hätte ich die noch nicht angedüftelt, ne? Das ist ein wunderschöner, sehr, sehr würziger Apfelbirnenduft. Aber ich glaube, dass dieses Würzige nicht von Zimt oder sonstigem kommt, sondern von diesem Wildblütenhonig, Wildflower Honey. Ja, also das ist, aber ich glaube, dass trotzdem ein Tick Zimt und Nelke und sowas mit drin ist. Ja, das ist wirklich schon sehr, sehr gewürzig. Aber man riecht auch richtig gut diese schöne Apfelnote. Die Birne kommt nur recht leicht durch, finde ich. Aber alles in allem ist das wirklich ein absolut perfekter Herbstduft für mich gewesen. Ich habe den jetzt von Anfang September bis heute gedüftelt. Also wir haben jetzt quasi Ende. Und so lange hat die Kerze auch gehalten. Also das ist wirklich ein wunderschöner Duft. Ich sage euch ganz ehrlich, schaut euch die Homeworks-Kerzen auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal an. Homeworks ist nämlich von dem Gründer von Bath & Body Works,
von, wie heißt er nochmal, Harry Slatkin. Genau, der hat ja vor ein paar Jahren, glaube ich, Bath & Body Works verkauft und jetzt Homeworks gegründet. Die gab es ja ganz lange nur in den USA, die Kerzen, und jetzt könnt ihr die über Anja auch hier in Deutschland bestellen. Und die ist echt, die ist ein Traum. Die hatte ich auch als Deko hier auf meiner Kommode, da wo jetzt das Loch ist. Da stand die und die sieht auch einfach toll aus, wenn sie nur rumsteht sozusagen. Sehr, sehr schöne Kerze. Sehr, sehr schön. Dann hatte ich noch eine zweite von Homeworks bestellt, den Hot Apple Cider. Der ist in diesem eckigen Glas drinne, das farbig ist, was mir optisch noch besser gefällt. Aber Leute, das ist schwer, das Ding. Dass es richtig Gewicht hat, dass auch die andere Kerze, als die voll war, die war richtig schwer. Und ja, mir hat auch einfach die Farbe gefallen. Mir gefällt, wie das Glas aussieht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eins und das andere auch, was ich aufheben werde, auch wenn die leer sind. Mal gucken, wie ich das, den restlichen Wachs jetzt da rauskriege. Wahrscheinlich stelle ich es mir unter einen Candle Warmer und dann ziehe ich es einfach raus. Hot Apple Cider hat die Noten Honey Crisp Cider, Brown Sugar, Golden Pear and Autumn Spice. Also Honey Crisp Cider, brauner Zucker, goldene Birne und Herbstgewürze. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, der geht tatsächlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung wie der andere. Aber hier habt ihr halt noch diesen Cider-Moment, diese Cider-Noten mit drinne. Und der ist nochmal etwas würziger. Also da riecht ihr richtig so Herbstgewürze, Zimt, Nelke, Kardamom, sowas alles. Obwohl ich sagen muss, dass er kalt sowie warm auch weniger intensiv war in meiner Nase als die große Vierdochtkerze. Das hier ist jetzt ein Dreidochter, wie ihr seht. Ich habe den auch schon angebrannt und auch ein bisschen schon was ist leer gegangen. Bei denen möchte ich nämlich jetzt dann im Oktober verdüfteln und dann sind sozusagen meine Herbstkerzen fast weg. Ach, der ist richtig schön. Wirklich dieser Hot Apple Cider. Ihr habt wirklich das Gefühl, dass das ein heißer, also so ein warmer Apple Cider vielleicht mit so einer Zimtstange drin ist. Der riecht wirklich sehr, 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 sehr schön. Und obwohl er gewürziger ist als der andere, fand ich ihn angenehmer. Das werde ich im Aufgebraucht später wahrscheinlich auch nochmal erzählen. Also der hier, Leute, der hat mich aus der Bude rausgefegt. Ich musste dieses Ding zwischendrin ausmachen, weil der so intensiv war. Selbst wenn ich die Wohnzimmertür hier offen gelassen habe, ich habe es nicht ausgehalten. Wirklich, der war so intensiv. Crazy. Und der hier ist halt wirklich, er ist intensiv, aber er ist angenehm intensiv. So, dass ich den stundenlang wirklich brennen lassen könnte, ohne dass ich ihn ausmachen muss. Ja, also das ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Duft. Und wie gesagt, auch einfach dieses wunderschöne Glas. Das gefällt mir so gut. Da gibt es auch noch andere Düfte, es gibt noch rote Gläser, petrolfarbene Gläser. Aber ich will mal schauen, vielleicht möchte ich jetzt noch für den November und den Dezember so ein, zwei Kerzen. Ja, ich muss einfach mal gucken, weil ich möchte tatsächlich eher Kerzen aufbrauchen als neue kaufen. Und ja, bin da tatsächlich fleißig dabei, weil ich habe noch so ein paar neue, die auch schon fast aufgebraucht sind. Genau. Also von daher, ich möchte mich einfach nach Möglichkeit wieder mehr auf Mails konzentrieren, weil ich einfach tatsächlich den Platz für all die Kerzen gar nicht habe. Außer die Homeworks-Kerzen, die finde ich richtig, richtig gut. Die haben nicht ein einziges Mal gerußt, nicht rumgesponnen. Also wirklich, ich habe die Dochte regelmäßig gekürzt. Also immer, wenn ich sie anhatte und ausgemacht habe, habe ich die Dochte gekürzt, bevor ich sie angemacht habe. Und es war gar kein Problem. Ihr seht das ja auch in hier der. Also da ist nichts außenrum verrußt am Glas oder sonst was. Das Wachs ist ganz, ganz leicht verfärbt. Aber das ist mir passiert, als ich die Kerze ausgeblasen hatte, dass quasi Dochtstücke da reingefallen sind. Aber jetzt nutze ich natürlich diesen Kerzendipper und mache die Kerzen so aus und damit funktioniert es auch besser. Kein Ruß mehr, kein Rauch mehr. Viel, viel besser. Und der ist so schön, Leute, gell? Obwohl der jetzt so runtergebrannt ist, der riecht nicht nach Ruß. Der ist so schön. Ich bin wirklich traurig, dass ich den letzten Rest da nicht rausgebrannt kriege. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde es so machen. Ich stelle den unter den Candle Warmer und ziehe mir das letzte bisschen raus mit einer Blasenspritze und mache mir draus Melz, weil das ist mir einfach zu schade zum Wegwerfen. Tolle Kerzen, wirklich. Wirklich, Leute. Ganz, 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 ganz große Kaufempfehlung. Da war ich sehr neugierig und bin froh, dass ich die bestellt habe, weil da ich ja jetzt einfach auch die meisten Kerzen brennen möchte, nervt das so dermaßen, wenn die ständig rußen.
ständig. Und dann stinkt es hier und das Wachs ist verfärbt und du riechst manchmal gar nichts anderes mehr außer Ruß. Das ist mir nämlich tatsächlich bei einer anderen Goose Creek jetzt passiert. Die zeige ich euch aber noch nicht, weil die noch nicht aufgebraucht ist. Aber da ist noch ein kleiner Rest drin, also von daher werdet ihr die wahrscheinlich im nächsten aufgebraucht sehen. Und da war ich echt ein bisschen traurig. Dann kommen wir jetzt mal zu Goose Creek, weil ich hatte mit der lieben Sarah von Lieber in Bunt eine Kerze getauscht. Sie hat mir den Stormfront von Goose Creek gegeben. Also der war auch wirklich bis hier oben voll. Sie hatte einmal nur abgezogen oder abgegossen, weil sie den gewurmert hat und sonst war der ganz voll. Und ich habe den letzte Woche angefangen zu brennen, glaube ich. Oder war es diese Woche? Warte mal, heute ist Mittwoch. Ich glaube, ich habe den seit letzter Woche Freitag gebrannt. Schaut euch mal, wie exzessiv ich dieses Ding gebrannt habe. Und hier muss man sagen, ihr seht das auch am Glas. Da war wirklich kaum Ruß. Der hat einmal ein ganz klein bisschen hier, ihr seht die Stelle, glaube ich, auch in der Kamera jetzt, einmal ein ganz klein bisschen gezickt. Aber ansonsten war das gar kein Problem. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Ich lese euch da mal die Duftkomponenten vor, weil die habe ich mir natürlich aufgeschrieben, ne? Also, wir haben als Topnote Orange, Ananas und weißen Pfirsich. Als Herznote Apfel, Jasmin und Lavendel. Und in der Basis Zedernholz, Sandelholz und Amber. Und das ist wirklich ein sehr schöner Duft. Kalt hatte ich erstmal so gar nichts wahrgenommen. Wirklich, ich habe den gar nicht gerochen. Dann habe ich ihn gebrannt. Da war auch am Anfang so ein bisschen so... habe ich es kaum gerochen und anscheinend war dann die erste Wachsschicht verbrannt sozusagen und danach hat er richtig Gas gegeben, Leute. Das ist ein schöner, holziger, leicht fruchtiger Duft. Also für mich, ich rieche wirklich dieses Zedernholz sehr, Sandelholz und Amber. Hat halt so ein bisschen was Wohliges, ja, das kann ich bestätigen. Und ich meine mir einzubilden, diese florale Jasminnote zu riechen. Also der ist floral, holzig und ganz, ganz leicht fruchtig. Sarah meinte, sie riecht da fast nur Aprikose, also Pfirsich. Und den nehme ich kaum wahr, muss ich sagen. Das ist so, dass ihr so eine leichte Fruchtnote habt, aber ihr könnt nicht genau definieren, was ihr da gerade riecht. Und Lavendel ist ganz, ganz weit hinten. Also ihr riecht da wirklich nur so einen Schwung Lavendel, aber es ist tatsächlich ein sehr schöner Duft. Ich hatte nämlich mal die Melz davon und die hat mal null. Wirklich null. Ich habe nichts gerochen. Gar nichts. Und der hier war jetzt wirklich sehr schön, sonst hätte ich den jetzt nicht so exzessiv hier gebrannt. Und allein auch dieses Label. Schaut euch das mal an. Leider ist meine Kamera ja so ein bisschen blöd, aber ich denke, ihr erkennt es. Und das Wachs ist schon ein bisschen verfärbt, weil das war eher so ein helleres Orange. So ein bisschen wie hier unten am Deckel. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kerze. Hat mir richtig gut gefallen, aber ich glaube, ich müsste sie jetzt nicht nachkaufen. Ja, auch hier im Deckel, da riecht man tatsächlich wirklich, finde ich, sehr stark die Jasminnote. Dieses Florale, dann halt dieses Holzige vom Zedernholz. Es ist einfach so ein bisschen gemütlich. Ich dachte ja erst Stormfront, okay, das ist bestimmt so ein bisschen so ein Wayne angehauchter Duft, der halt wirklich im Sturm ist. Aber ich glaube, das soll eher so die Situation direkt vor dem Sturm so ein bisschen rüberbringen. Und ja, das ist wirklich auch, er ist auch irgendwie, na, kuschelig ist das falsche Wort, aber er ist sehr, sehr, sehr gemütlich und er ist auch unaufdringlich. Also das heißt, wenn er an ist, es ist jetzt keiner, der euch hier aus der Bude fegt. Er ist nicht ultra intensiv, aber er wabert halt so schön durch den Raum und das liebe ich. Das war sehr, sehr schön. Also der ist echt toll. Ich werde das ein bisschen natürlich noch aufbrauchen. Und ja, mal schauen. Er hat so ein ganz kleines bisschen gezickt an den Seiten. Seht ihr, ein bisschen Wachsreste. Kann aber auch kommen, dass das vielleicht noch weggeht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so der Kerzencrack, Leute. Ich bin ja nicht so der Kerzencrack, ne? Von daher sehr, sehr, sehr schöne Kerze. Hat mir richtig gut, also gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich bin froh, dass ich die getauscht habe. Ja, gefällt mir, ne? So, jetzt muss ich erstmal was trinken, Kinder. Ach, so, kommen wir zu der zweiten von Goose Creek. In the Woods. Das ist die, glaube ich, aus dem letzten Jahr aus dieser Halloween Collection. Und die habe ich mit meiner lieben Simone getauscht. Sie hat dafür den Artem Nature Work von Nature Walk von Yankee Candle bekommen, weil der mir einfach zu nadelig. Oh. Und ich durfte mir dann, also sie hat dann
sowieso bei Goose Creek bestellt und hat mir die dann netterweise mitbestellt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich fand das Label halt schön. Ich wollte jetzt auch ein bisschen was für Halloween, dass ich quasi diesen sehr würzigen Duft im Oktober so ein bisschen mit dem hier mal abwechseln kann, weil die ganze Zeit nur so was Würziges in der Nase, das ist auch nicht meins. Und ich meine, ich dürfte nebenbei auch noch Handmade und was weiß ich, Zensi und alles Mögliche. Ja, aber ich hatte mal Bock auf so eine Halloween-Kerze. In the Woods hat die Duftkomponenten in Topnote, Waldnebel, Herznote, Tabak und Patchouli und eine Basis aus rauchiger Vanille und Amber. Und Tabak und Patchouli-Düfte finde ich richtig, 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 richtig gut. Ich liebe diese Düfte. Und man findet das irgendwie gar nicht so häufig, finde ich. Ein bisschen Angst hatte ich vor dieser rauchigen Vanille, wo ich so dachte, oh, riecht das so angekokelt. Aber nein, es riecht gar nicht angekokelt. Also wie der Waldnebel riecht, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, das ist vorrangig ein sehr kuscheliger, wohliger, vanilliger Tabak-Patchouli-Duft. Also ihr riecht deutlich diese Vanille, so einen ganz, ganz leicht rauchigen Touch, aber wirklich nur minimal, kaum wahrzunehmen. Amber nimmt man sehr gut wahr, finde ich. Macht das Ganze halt auch sehr parfümig und diese Tabaknote geht auch eher in die parfümige Richtung. Und durchs Patchouli wird das halt so richtig schön schwer und erdig. Also es ist ein toller Duft, richtig toll. Aber der ist auch sehr, sehr intensiv jetzt kalt, finde ich. Bin gespannt, wie der warm ist. Aber einfach alles in allem wirklich eher so ein einlullender, umschmeichelnder, schöner Duft. Vielleicht riecht man das Rauchige von der Vanille eher, wenn er warm ist. Waldnebel nehme ich so nicht wahr. Auch nichts aquatisch Frisches oder irgendwie. M-m. Der ist halt auch wirklich erst sehr, sehr parfümig. Aber nicht parfümig im Sinne von wie ein Parfum, das ihr euch aufsprüht, sondern parfümig im Sinne von, ja, so intensiv. Ja, wie kann man das sonst erklären, was parfümig ist? Der ist sehr, sehr schön. Wirklich, der ist richtig schön, Leute. Wenn ihr solche kuscheligen Amber-Patchouli-Düfte mögt, schaut euch den echt mal an. Und ich meine, der wäre auch noch im Sale für. Ich glaube, der hier ist nämlich nicht mehr im Sale. Ich hatte vorhin nämlich nochmal auf der Seite von Goose Creek geguckt, wegen den Duftkomponenten. Ich glaube, der kostet 22 oder 23 Euro im Moment. Weil die haben ja auch wieder so einen Riesen-Sale mit 15 Euro irgendwas. Da dachte ich auch schon, bitte Leute, lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nicht noch einen Sale. Lasst mich doch. Deswegen, ich glaube, die war 22 oder 23. Und den bin ich ganz sicher, den habe ich für 15,95 gesehen, den 3-Doch-Tumbler. Und ja, deswegen, ich bin sehr gespannt, ob die hier auch rußen wird, weil diese andere von Goose Creek, die ich da gerade brenne, es ist übrigens der Twilight Forest. Also dieser Lavendel, dieser holzige Lavendelduft, weil der ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Winterduft. Der war halt schön so zur Abwechslung, wenn ich diese ganzen gewürzigen Sachen hier hatte. Aber Leute, der rußt sich ja eins ab. Das macht mich richtig, da wäre ich richtig sauer, ne? Ich denke mir so, boah, diese blöde Kerze, die rußt mir hier alles voll, das stinkt. Ja, und davor hat er so schön gebrannt. So schön, wirklich, der war toll wahrzunehmen, der hat nicht gerußt, aber als er dann beim letzten Drittel jetzt angekommen ist, rußt er sich eins ab. So. Boah, der ist so schön. Der ist echt, der ist wunderschön. Wenn ihr solche Düfte mögt, schaut euch das an. Schaut euch das echt an. Und das Label finde ich auch ziemlich cool. Mit dieser Eule hier und alles so nebelig und eher in Schwarz gehalten. So ein bisschen hier mit den Schatten. Da oben ein paar Fledermäuse oder was das? Ja, Fledermäuse. Im Hintergrund der Mond. Richtig tolle Kerze. Gefällt mir so gut, Leute. Dann hatte ich noch, passend, wenn wir jetzt bei Halloween sind, dieses süße kleine Kerzchen hier von DW Home im Päckel von der lieben Simone, weil sie dachte, ach ja, die Yankee Candle ist ja viel mehr wert als die andere. Ich pack dir noch was bei. Hätte sie gar nicht gemusst, aber Simone ist einfach so süß. Und da sie ja weiß, dass ich zwei kleine Foodie-Nasen zu Hause habe, hat sie hier die Fright Night von DW Home mir eingepackt. Riecht nach Kakao und der ist wirklich sehr, sehr schön.
Boah, ich liebe den richtig, Leute. Ich überlege, ob ich dieses kleine Ding mit in den Urlaub nehme. Aber ich sag's euch ehrlich, bei 30 Grad will ich eigentlich nicht, dass es irgendwo nach Kakao riecht. Aber ich habe auch keine Lust, so eine riesen Kerze einzupacken. Ich habe Angst, dass die im Koffer kaputt geht. Aber eine Woche nicht düfteln. Mann, das ist wirklich so ein schöner, süßlich, aber auch ein bisschen herber Kakao. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie Marshmallow-Gedöne oder sowas drin ist. Es hat richtig so eine schöne heiße Schokolade, vielleicht mit einem ganz kleinen Schuss Milch. Der ist richtig schön. Ich bin gespannt, wie intensiv der ist. Und ich meine, das kleine Ding kriegt man bestimmt gut weggebrannt. Aber auch das Glas sieht doch voll süß aus. Guckt euch das an, Leute. Den werde ich in der Küche wegbrennen. Der ist richtig süß. Gefällt mir sehr. Bin ich froh, dass Simone mir den eingepackt hat. Vielen Dank, meine Süße. Meine ist auch einfach süß. So, mal kurz ausgerastet. Genau, das war alles, was ich so bis Mitte oder Ende des, ja, bis Mitte des Monats geshoppt hatte. Ich glaube, die beiden Homeworks habe ich ganz am Anfang gekauft und dann hatte ich ja nur getauscht. Und dachte so, yeah, du hast diesen Monat nur zwei Kerzen gekauft. Und dann kam ja Burgens Restock von ihren Düften und da war doch dieser Velvet Rose and Oud dabei. Schaut gerne mal ins Video rein, wo ich euch erzählt habe, dass der so schön ist, dass ich den gerne als Parfum haben will. Weil meine liebe Jasmin vom Kanal Fräulein Duftverrückt hat mir gesagt, das ist ein Parfüm-Dupe von Jo Malone. Und ich glaube, das stand auch nochmal in der Beschreibung, also in der Duftbeschreibung drinne. Und ich dachte so, Gott, ich muss diesen Duft haben. Und als ich mal geguckt habe, was der kostet, dachte ich mir so, okay, Vero, das gönnst du dir vielleicht dann zu Weihnachten, weil ich glaube, der kostet 80 Euro. Und das fand ich schon, ja, das ist eine Hausnummer. Und dann hatte Jasmin bei Notino ein perfektes Dupe dazu gefunden. Und zwar von Jenny Glow Velvet and Oud heißt der. Also der heißt nicht Velvet Rose and Oud, der heißt einfach nur Velvet and Oud und ist auch Unisex. Und Leute, exakt der gleiche Duft, exakt der gleiche. Deswegen musste ich ja leider bei Notino bestellen. Und das ist schon ein wirklich sehr, sehr, sehr aufdringlich schwerer Parfumduft, der mich auch so ein bisschen an ältere Damen erinnert. Also am Anfang dachte ich so, oh, Vero, ob der so zu dir passt, das ist eigentlich nicht so deins, weil, also den würde ich jetzt mit einer Frau mittleren Alters, verbinden, die gestanden mit beiden Beinen im Leben steht, die, wo die Kinder vielleicht schon groß sind, aus dem Haus sind, die ihre Karriere macht. So ein Duft ist das für mich. Und ich bin, also ich bin das jetzt nicht, nicht, dass ich nicht mit beiden Beinen im Leben stehen würde, aber ich sehe mich eher noch ein bisschen jünger als diese Frau, die eigentlich so ein Parfum trägt. Oder Mann, wegen mir, keine Ahnung, steht ja Unisex drauf. Aber er ist ein toller Duft. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich trage ihn auch gerne, aber ich muss sagen, es ist halt nicht so ein perfektes Match zu mir. Er passt eigentlich nicht zu mir, aber ich trage ihn, weil er so schön ist. So. Und dann dachte ich, ach Mensch, wenn jetzt nur das eine Parfum hier, was übrigens 9,99 € kostet, eine Parfum für 10 Euro hast, guckst du doch mal bei Notino. Ja. Und wie ist das, Leute? Ihr kennt das doch selber, da gab es da so Schätze und Sale und. Fangen wir mal mit dem an, was ich mir so. Ich war schon am Warenkorb auschecken fast, dann habe ich den angezeigt gekriegt, irgendwie für 2 Euro irgendwas. Dann dachte ich, komm, den nimmst du mit. Das ist der Apple Cider Donut von Kringle Candle und der ist auch ein sehr, sehr schöner Duft und der ist einfach schon leer, weil ich ihn selbst schon mehrmals gedüftelt habe und ich habe was in Tauschpakete reingelegt, weil ihr wisst ja, ich habe eigentlich gar keine Foodie-Düfte. Und ich habe jetzt ein, zwei Tauschpakete mit Leuten, wo ich genau weiß, die lieben Foodie-Düfte. Und dann dachte ich, komm, tust du das mal rein. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Duft. Muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, ich kriege echt so ein Foodie-Fable langsam. Ihr werdet es auch beim Aufgebraucht sehen. Oh, Foodie. Hier sind die Duftnoten übrigens Puderzucker, Apfel, Zimt und Donut. Und genau das bekommt ihr. Es ist ein typischer Apfel-Zimt-Duft. Ihr riecht aber auch diese Donutnote, also dieses frittierte, darf man frittiert, sagt man frittiert, keine Ahnung. Dieses frittierte Gebäck da. Also es riecht ihr auch. Es ist ein schöner, solider Duft. Ich habe den gern mal getestet, der war auch schön, einfach mal so für zwischendrin. Musste aber auch zwei Cubes reinmachen, weil ich den sonst nicht wahrgenommen hätte. Bisschen schwach auf der Brust, aber alles in allem ein sehr, sehr schöner Duft. Hat mir richtig gut gefallen.
Und ich zeige euch das aber nachher nochmal im Aufgebraucht. So, tu den da nochmal rein. Und dann gab es natürlich ein super, super, super Sale-Angebot. Ich glaube, ja, ich meine, ich hätte das bei Jasmin gesehen, dass sie sich den bestellt hat. Und wusste aber nicht, ob es den auch noch zu dem Preis gibt. Den gibt es aber noch, sogar jetzt aktuell noch, habe ich gerade gesehen. Der kostet 14,90 Euro, das große Glas einfach von Cherry Chai. Ich hatte davon ja die Melts von der lieben Kim im Tauschpaket, also im Geschenkepaket sozusagen. Und der hat mir richtig gut gefallen. Und ich dachte, Leute, für 15 Euro ein großes Glas muss ich kaufen. Ja, und es ist wirklich so ein wunderschöner, fruchtig-kirschiger Duft mit diesem Chai-Gewürz und für mich riecht er auch noch ganz stark nach Mandel. So eine Marzipan-Note hat er für mich. Die Duftkomponenten sind Kopfnote ist Erdbeere und rote Beeren, Herznoten sind Kirsch, Zimt und Mandel und die Fußnote ist Chai, Gewürze, Vanille, Nelke und Kardamom. Und ich muss sagen, dieses Kardamom und Nelke, das rieche ich gar nicht. Im kalten Zustand. Ich rieche auch nicht mal irgendwas mit Zimt. Ich rieche einfach nur so eine Kirsche mit diesem Chai, wie diese Chai einfach riechen. Man riecht, dass das kein Zimt ist. Also es ist schon Zimt mit dabei. Aber ja, hauptsächlich riecht man wirklich die Kirsche und ich finde vielleicht auch so ein bisschen diese rote Beeren. Ist ein sehr schöner Duft. Ich bin gespannt, wie er sich warm macht, weil der soll ja recht schwach sein. Und ich weiß gar nicht, ob das, ich hoffe, ihr seht das in der Kamera. Seht ihr diesen Rand hier? Haben das eigentlich alle Kerzen? Weil die hier hat das und die, die danach kommt, hat das auch. Oder sind die gewurmert und die Leute haben die zurückgeschickt? Das weiß ich nämlich nicht. Das ist komisch da mit diesem Rand. Aber sie riecht sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wie sie halt warm ist. Wenn sie warm sehr schwach ist, dann mache ich sie halt als ambiente Kerze an und brenne sie weg. Mein Gott, dann ist es nun mal so. Aber trotzdem ein sehr schöner Duft und ich bin froh, dass ich das einfach 15 Euro gekriegt habe. Auch das Glas ist so hübsch. Ich mag sowieso die Kringle Candle Gläser sehr gerne. Die sehen super elegant aus und die sind riesig. Dauert bestimmt 100 Jahre, bis ich die weggebrannt habe. Und dann als letztes, weil ich es beim letzten Mal nicht mitbestellt hatte und mir so dachte, wieso hast du denn nie bestellt? Habe ich natürlich jetzt bestellt. Und zwar dieses Schätzchen. Tada! Der Knitted Cashmere. Mit den Duftkomponenten in der Kopfnote, Zitrone, Neroli und Maiglöckchen. Herznote, Wildleder, Patchouli, Kastanie und in der Basis Vanille, Birkenholz und Tonkabohne. Und ja, Leute, da ist Maiglöckchen drin. Maiglöckchen ist mein absoluter Endgegner. Ich hasse Maiglöckchen. Und ich hasse auch Pfingstrose, aber es gibt anscheinend Düfte, die ich damit abhaben kann. Und das ist wirklich... Das wird auch immer wieder auf Instagram, lese ich das. Das ist einer der schönsten Kuschel-Kaschmir-Düfte, die es überhaupt gibt. Das muss ich sagen, hat Kringle einfach drauf. So richtig tolle, schwere, kaschmirlastige Kuscheldüfte. Ich rieche da kein Maiglöckchen, ich rieche kein Neroli oder irgendwas. Für mich ist das vorderrangig wirklich dieses Wildleder mit Patchouli, was man riecht. Er ist vanillig, diese Tonkabohne nehmt ihr wahr. Und einfach wirklich so eine starke Kaschmirnote. Der ist wunderschön, dieser Duft, wirklich. Der ist so toll. Ich hatte ja die Mails davon und habe mich so geärgert beim letzten Mal, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich da bei Notino bestellt hatte. Ich glaube, den Hot Cocoa. Nee, den Hot Chocolate. Den übrigens meine Männer schlimm finden. Die mögen den nicht. Jetzt muss ich den verkaufen. Naja, deswegen dachte ich, komm, jetzt kann der hier einziehen. Der ist wunderschön. Und ich glaube auch, dass der gebrannt sehr, sehr intensiv sein wird. Weil selbst hier am Glas, das zieht euch die Schuhe aus, Leute. Der ist richtig intensiv. Und auch der hier hat wieder diesen komischen Rand. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt, aber hier ungefähr. Und ich denke mir so, hä? Wieso ist das so, dass nirgendwo ein Rand, aber hier oben hat den schon mal jemand gewurmert? Und ihr seht auch, das Glas hier ist so ein bisschen beschlagen. Also das ist wirklich sehr, sehr vanillig, dieser Duft. Im Deckel ist es gar nicht mal so dolle. Aber hier am Glasrand, da seht ihr es schon. Und der ist einfach toll. Der ist wirklich wunderschön. Ich freue mich schon so sehr darauf, den zu... Auatsch! Oh, jetzt habe ich einen Finger eingeknäppt im Glas. Au!
Ich freue mich schon sehr, den zu düfteln. Ich glaube, der wollte mir gerade einen Fink mit dem Zaunpfahl geben. Los, brenn mich. Aber naja, auch das Label mit diesen kuscheligen Pullovern und dem Herbstlaub dort. Einfach wunderschön, Leute, was soll ich sagen? So, so schön. Bin richtig verliebt in diesen Duft und der ist einfach, ja, traumschön. Wirklich. Schaut euch den mal an, ob ihr den mögt, Leute. Ich glaube, ich kenne niemanden, der diesen Duft nicht mag. Obwohl, ich glaube, Katrin, magst du den eigentlich? Weil da ist Patchouli drin. Meine Freundin Katrin hat nämlich so ein Patchouli-Radar und riecht sofort, wenn irgendwo Patchouli drin ist. Und dann mag sie den Duft auch nicht. So, ich muss ja ab und zu mal aus dem Fenster gucken, ob meine zwei Männer wieder zurückkommen, weil die sind jetzt unterwegs, logischerweise, dass ich hier in Ruhe drehen kann. Und ja, das ist das kerzige New-In von September gewesen, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hoffe, dass ihr nächste Woche beim Aufgebraucht auch dabei seid. Das drehe ich nämlich jetzt direkt ab, dass ihr auch im Urlaub versorgt seid mit ein paar Duftvideos sozusagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Bis ganz bald, ihr Süßen. Tschüssi!